Meine Meinung zählt. Meine Meinung zählt. Meine Meinung zählt. Nicht über uns, ohne uns! Ich weiß nicht genau, was sich Tschetscheninnen oder Österreicher, die nicht aus Tschetschenien kommen, darunter vorstellen, wie ich ausschauen sollte. Aber ich glaube, es sieht anders aus als das, was ihnen präsentiert wird. Mein Name ist Mansur, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Tschetschenien, genau gesagt Grozny, dort wurde ich geboren. Und ich lebe schon fast 10 Jahre in Österreich. Für mich ist Österreich meine zweite Heimat. Also Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt. Ich fühle mich auch hier wohl. Mein Name ist Hamzat und ich bin 18 Jahre alt und komme aus Tschetschenien. Sehr viele Österreicher haben ein schlechtes Bild von Ausländern oder auch Muslimen. Da viel in der Zeitung steht und viele das lesen. Und da wird man einfach ins schlechte Bild gestellt. Das, was mich nervt, ist, dass die Leute überhaupt Vorurteile über Tschetschenen haben. Wer ist das? Eine Freundin von mir. Ach so, ich habe keine ausländischen Freunde außer dich. Wieso? Ich mag die nicht so sonderlich, aber ich mag dich. Ah ja. Ist doch, eine Person ist nicht wegen deren Herkunft schlecht oder gut. Sie etwas Gutes machen, das ist neulich vorgekommen. 3 Tschetschener sind in ein, ich glaube, brennendes Haus gelaufen und haben dabei auch Menschenleben gerettet und es wurden keine Tschetschener erwähnt. Man sollte, finde ich, viel miteinander reden als übereinander. Jetzt haben wir noch einen Beitrag vorbereitet, wo wir zeigen wollten, wie wir leben, wie wir leben wollen, wie wir wollen, dass die Welt aussieht. Ich wünschte, es wäre so eine Welt, wo jeder akzeptiert wird, wie die Donau halt. Und deshalb habe ich halt gedacht, ich filme die Donau. Ich wünsche mir von der Gesellschaft Akzeptanz und Toleranz. Mein Wunsch an die Gesellschaft ist, dass man ihn akzeptiert, wie er ist. Dass sie mich akzeptieren, so wie ich bin.